weiter. Warte mal, wir müssen mal raus jetzt eigentlich. Genau, die Marke können wir rausnehmen. Wir müssen rechts den Weg lang. Rechts. Warum wird denn auf der Karte uns eigentlich nicht unser Haus, unser Home angezeigt? Das finde ich halt. So sind jetzt hier Bäume gewachsen? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Bäume gibt es aber noch genug, Gott sei Dank. Nur, wie gesagt, bin ich am Überlegen, ob ich nicht noch eine Holzfällerhütte baue. Damit, ja, sie Holz auch ran schafft. Also wirklich im Wechsel, weil Fleisch kriege ich genug ran. Nahrung, also Nahrung ist jetzt meiner Meinung nach das kleinere Problem. Das ist schön, irgendwie so Felle, Nahrung und so herzustellen. Ich sehe meine Hütten. Ich sehe meine Hut. Ja, renn weg. Ich will nämlich in meine Hut. Ah, ich überlege immer noch, ob ich das abbaue. Das Problem ist, wenn ich das abbaue, das ist halt nicht günstig, wenn ich das abbaue. Oh, hockst du hier drinnen? Du hockst tatsächlich hier drinnen. Okay, wie sieht's denn eigentlich aus? Hast du denn hier irgendwas gejagt? Nö. Hast du überhaupt Platz? Ja. Du hast keinen Bock, oder? Wir können auf jeden Fall mit ihr heute noch reden. So, Holz. Wir haben doch Brennholz dabei. Hier, guck mal. Du kriegst von mir 13 Brennholz. 13. Hier können wir noch Holzteller reinpacken. Warum eigentlich das? Warum bei ihr eigentlich ein Holzteller? Warum bei uns nicht drüben? Weil wir kochen doch drüben. Das ist, sie hat die Nahrung komplett verbraucht. Ist das ein Scherz? Sie hat die gesamte Nahrung schon aufgebraucht? Wir waren auch gerade erst weg. Kurz. Hier kriegst du auch noch Käse. Und von mir, na, Salzfleisch können wir verarbeiten. Aber wir kriegen die Teller zurück, das ist gut. Die können wir dann aber auch hier reinpacken, nicht wahr? Gucken wir mal, ja. Hier. Also, das ist gut. Sie werden halt aufgebraucht mit der Zeit. Wir haben natürlich gar keinen Platz mehr hier. Warum haben wir hier keinen Platz mehr drin? Was ist denn? Ach, wir haben hier die ganzen Waffen und das Ganze ist hier noch drin. Fleisch. Wir haben keinen Platz. Wir haben eindeutig zu wenig Platz. Haben wir noch irgendwas zum Kochen? Nahrung. Wir haben noch eine Zwiebel. Sehr schön. Machen wir. Ja, kochen wir jetzt erstmal Kohlsuppe. Kohl. Ja. Kohl nehmen wir mit. Gebratenes Fleisch nehmen wir schon mal rüber. Und dann gucken wir, dass wir heute noch ein bisschen was kochen. Was fehlt denn? Holzschale. Okay, es fehlt sowas wie eine Holzschale und so. Die hatten wir ja hier. Dann nehmen wir erstmal euch drei. Und hier den einen Teller. Von mir aus nehmen wir hier noch. Ja, hier komm. Komm, verkochen alles. Alles, was wir haben, verkochen wir. Haben wir in alles mitgenommen. An Nahrung, die, was wir kochen. Hier Fleisch haben wir noch. Das haben wir noch. Und dann haben wir nämlich Fleischsoße und Poolsuppe noch da. Die können wir ihr natürlich reintun. So. Oh Mann. Ich muss erstmal lesen eigentlich. Und nicht einfach loskochen. Okay, was haben wir hier? Kohlsuppe, Kohlsuppe. Wir können hier das gepökelte Fleisch wegballern. Allerdings bietet das mir sehr viel. Daher würde ich sagen, wir machen erstmal 11 Stück. Ja, Tüter, ja, machen wir 11 so. Ja. Was ist das ist, ne? So, dann können wir doch aber bestimmt hier noch. Hier, da einmal können wir kochen. Perfekt.
Fleisch mit Soße. Sehr gut. Was ist denn jetzt? Herstellungslevel erhöht, okay. Ich hätte jetzt Kochlevel gibt es verständlich. So, jetzt ist nämlich das Problem. Wir haben jetzt hier wir haben jetzt hier allerhand. Ich würde den langen Bogen. Der ist nice. Der ist auch teuer und deswegen würde ich den eigentlich gerne ablegen. Sagen wir es mal so. Genauso wie das ganze Kupfer. Oh, wir haben so viel. Ich weiß nicht, wohin damit. Haben wir hier noch Platz? Okay, hier haben wir noch... Oh ja, hier ist Platz. Also wir müssen das hier stehen lassen, weil... Ich glaube, wir erweitern das Bauen auf 100%. Damit wir wirklich Gebäude bauen können. Selbst wenn ich für jedes Gebäude Eisenerz, selbst wenn ich für jedes einzelne Gebäude Steuern zahle, Steuern kriege ich ja halbwegs schnell wieder, ne? So, wir fangen mal hier an. Ich würde jetzt nämlich hier den Bogen würde ich benutzen und den Kursivbogen würde ich abgeben. Die Fackel. Hier haben wir zwei normale Fackeln, Steinpfeile. Wir haben hier auch noch ein bisschen Platz, deswegen könnten wir erstmal die Fackel hier mit hinlegen. Was haben wir denn noch? Die vergifteten Kupferpfeile packen wir auch weg. Und dann haben wir hier auch noch Steinpfeile. Nein, ich will die eigentlich ablegen. Zwei will ich ablegen. Eins, zwei. Zwei habe ich gesagt. Dann haben wir nämlich 20 Pfeile dabei, ja. 20 Pfeile ist okay. 20 Pfeile sind 0,10. Ah, das ist kein Gewicht. Also. Okay, Klamotten können wir nicht ablegen. Was können wir denn hiervon noch hier ablegen? Eine Menge, wie man sieht. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen hier die Beeren hin, wir machen hier die Äpfel rein, Kohlsuppe, Fleischsoße, gebratenes Fleisch, die Trollkirschen auf alle Fälle, Heiltrank, ja, Trockenfleisch, sowas brauchen wir eigentlich drüben. Also Trockenfleisch auf alle Fälle. Äpfel, weiß ich halt, Äpfel und Beeren eigentlich auch. Also, das brauchen wir eigentlich drüben bei uns wegen Kochen. Erstmal. So, aber genau, wir können, Federn könnten wir noch ablegen. Sehr schön. Metflasche und das. Wir haben hier noch ein bisschen Platz. Legen wir einfach mal alles rüber. Weinflasche, Met, Tier und Bierflasche. Und trotzdem sind wir noch so dermaßen voll. Das können wir irgendwo abstellen, glaube ich. Achso, wir können ja mit ihr noch reden. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo da. Lass dich mich mal genauer ansehen. Hier, das wäre, Feldarbeit wäre doch eigentlich besser, oder? Oder sie ist sogar im Schmieden besser. Fertigkeiten. Wir haben einen Fertigkeitenspunkt hier erlangt. Handwerkliches Können. Da machen wir mal den Erfahrungs... Ja, wir machen hier den Erfahrungs... Ja. Mehr Erfahrung ist gut. So, Nähwissen, Baumeister. Baumeister, langsamer Haltbarkeitsverlust bei Hämmern. Oh. Handwerk, Handwerk in der Werkstatt, Schmiede. Kochen ist auch nur schneller. Schneller bauen. Geübter Baumeister, geringerer Ausdauerverbrauch. Das ist allerdings gut. So. Romantik. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Geschenk geben.
Das gibt gerade mal 7%. Okay, wusstest du, dass mancherorts eine sogenannte Scheidung durch Kampf durchgeführt wird? Um die Chancen auszugleichen, steht der Ehemann bis zur Hüfte in einem Loch. Du bist elegant und gebildet. Das gefällt mir. Fühle ich mich mehr und mehr mit dir verbunden. Okay, war nicht so toll. Wenn du nicht da bist, fühle ich mich unvollkommen leer. Die Süße deines Duftes verfolgt mich überall, wo ich hingehe. Yo, plus 7. Nice. Weißt du, wie man ein Schwein nennt, das in einen Dornbusch gerannt ist? Stachelschwein, ah, finde ich nicht so. Ich bewundere deine Ehrlichkeit wirklich. Plus 3. Ich träume von dem Geschmack deiner. Ah, nee. Es wird langsam wirklich schwer in deiner Gegenwart. Man, nee. Was ist der Tod? Ist der das Ende, der Anfang? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Mehr geht aber auch nicht, ne? Heute. Ah! Wir brauchen noch, wir brauchen noch 2%. 2%. Goodbye. Goodbye. Wir legen dir auch erstmal noch Fleischsoße rein. Nee, nicht Fleischsoße. Kohlsuppe. Hier komm, kriegst du noch ein bisschen Kohlsuppe. Da haben wir nämlich noch welche. Ja, hier kommen 4 Stück. Der Rest kommt rüber. Dahin. Okay, so. Ach so, wir wollten ja gucken. Wir haben den Kursivbogen hier drüben, ne? Hat er jetzt an Haltbarkeit verloren? Er war bei 100%, soweit ich weiß. War er bei 100%? Ich bin mir nicht sicher. Mist. Der ist auf jeden Fall im roten Bereich. Du kriegst den Bogen, den Kursivbogen nehmen wir wieder mit. Ich bin mir nicht sicher. Aber egal. Wir behalten diesen Bogen. Der Curve-Bogen, der muss hier rein. Der Langbogen muss hier rein. Der Eimer muss hier erstmal rein. So. Jetzt ist nämlich genau das Problem, was ich habe. Ich habe keinen Platz mehr hier für Nahrung. Da würde ich es nämlich anders machen. Ich nehme die ganzen Kohlsuppen, schmeiß die rüber bei ihr rein. Nimm auch die das mit. Schmeiß dafür aber das Fleisch hier rein. Dich hier rein. Die Trinkflasche passt auch noch. Trockenfleisch. Ich würde ja am liebsten den Käse auch noch mit reinschmeißen. Die Äpfel. Die Beeren. Und das packen wir bei ihr drüben rein. Und wir selber nehmen mit einen Käse. Achso, wir haben ja so oder so Hunger. Was bringt mir der Käse nochmal? Hier komm. Happa, happa. Der Käse ist komplett aufgebraucht. Trinken kann ich hier. Soßen kann ich hier. Komm her. Hier, du kriegst jetzt von mir hier alles. Kohlsuppen ohne Ende. Damit solltest du ja wirklich lange, lange überleben hier. Der Trinkschlauch ist. Ist der voll? Nee, der ist leer, ne? Kann das sein? Oh. So, jetzt ist natürlich die Frage: Ein Deko-Stück. Können wir diese Deko irgendwie abstellen? Wie machen wir das? Ablegen. Gegenstand sortieren, Auswahl. Dann steht er hier einfach rum. Ah ja, dann können wir ihn greifen. Und nur? Achso, ich muss ihn gegriffen halten. Ah. Dann könnten wir ihn irgendwo hier abstellen, oder wie?
Okay. Ablegen, ablegen, ablegen. Wo liegt das jetzt? Oh. Greifen. Kann man das irgendwie drehen? Da ging doch Gegenstand drehen. So. Ja. Nein, nicht du. Oh nee, oder das ist jetzt gebuggt? Okay. Drehen, 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 drehen. Oh. Okay. Ich jetzt dich fallen lasse. Dann drehen wir dich auch. Ja, wir haben halt hier noch keinen Tisch oder so. Na gut. Wie sieht jetzt Ihre Fertigkeiten? Wir haben schon wieder Fertigkeiten? Nee, haben wir doch gerade jetzt hochgemacht. Hatten wir 2 Punkte bekommen? Okay, Kochwissen finde ich mehr Erfahrungsgewinn beim Arbeiten in der Küche. Das finde ich gut, weil kochen tue ich. Kochen tue ich. Ich wollte jetzt gucken, Verwaltung. Immer noch, wie viel Prozent? Okay, wir sind bei 18 Kilo. 18 Kilo ist natürlich jetzt mal eine Ansage. Damit kann ich leben. Ich kann natürlich auch noch was kaufen. Allerdings weiß ich, dass wir noch eine Quest in der Ecke hier oben haben. Hier. Und da würde ich jetzt erstmal hinrennen wollen. Hätte ich jetzt gesagt. Kapitel auf die Wildnis. Füchse? Hä? Ich soll Füchse oder. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum soll ich Füchse jagen gehen? Also, da haben wir einmal, glaube ich, Füchse, oder? Da Fuchs und. Wir sollen Fuchs oder. Wildschweine. Ui. Erstmal dich anlegen, dann Pfeiler ablegen, Pfeiler anlegen. Wir haben schon wieder 2 Trinkschläuche, die können wir erstmal auffüllen gehen. Packen wir sie auch bei ihr rein, wenn das passt. Aber es gibt doch. So, die 2. Trinkschlauch füllen. Hier. Ja, erstmal trinken. Genau. Erstmal trinken. Gemütlich trinken. Hier kommt die 4. Hallo? Wir haben doch noch einen Trinkschlauch hier. Ah! Der hat sich dann automatisch. Ah, okay, verstehe. Dann haben wir noch 2 Trinkschläuche, die geben wir ihr natürlich. Da rein in die gute Bude. Trinkschläuche, hier, guck mal. Da, sie hat auch was getrunken, ne? Okay. Gut. Brennholz hat sie, Bogen hat sie. Ja, dann viel Spaß. Ich gehe Richtung Dörflein und jag Füchse. 3 Füchse soll ich ja. Aber warum? Steht halt nur Kapitel 4 auf in die Wildnis. Oh, damit stinke ich nicht mehr. Ja, passt. Wackelt und hat Luft. Weil hier habe ich halt Füchse. Muss halt, sobald ich in der Nähe bin, nur vorsichtig laufen, weil die mich wahrscheinlich ja schon aus einer gewissen Entfernung sehen. Okay. Kaninchen. Ah, hier waren wir noch nicht wirklich. Okay. Den Weg sind wir. Ja.
Falken. Den Weg sind wir noch nicht gelaufen. Wir sind nämlich von Dorf zu Dorf gelaufen. Also den Weg könnten wir eigentlich auch irgendwann noch mal abgrasen. Genau, ihr rennt mal weg. Ich suche jetzt einen Fuchs. Fuchs. Ah, noch ein bisschen. Wildschwein. Wildschwein entdeckt. Was? Wie? Wildschwein? Wildschwein? Wildschwein. Hier sind Wildschweine. Würde ich ja mal ausprobieren wollen. Bin ich jetzt in Wildschwein? Nee, noch ein bisschen weiter oben. Ah, die überlappen sich ja, die Gebiete. Dennoch, wären Wildschwein erstmal zu jagen. Schon. Nice. Wenn ich es kriege. Ist halt die Frage. Kriege ich so ein Wildschwein mit einem Schuss? Greift es mich an? Greift es mich nicht an? Rennt es weg? Habe ich einen Holzspeer? Nein, habe ich nicht. Okay, es greift mich an. Drei. Aber hier lag da noch einer, oder? Ich habe doch einen daneben daneben geballert. Okay, egal, egal. Wir haben einen Wildschwein. Perfekt. Kriegen wir jetzt die Pfeile auch mit? Muss man gleich mal drauf achten. Vielleicht einen haben wir wieder bekommen. Okay, ist aber okay. Ist okay, damit kann ich leben. Ne, eine Hirschkuh. Füchse sind aber hinter der Hirschkuh. So, dann haben wir jetzt schon ein Wild. Da war was. Bin mir sicher, ich habe hier was gesehen. Ah. 63 Meter. Dann haben wir. Ne, jetzt noch eine Hirschkuh. Hallo Hirschkuh. Kannst du mir bitte mal verraten, wo zum Heungau hier die Füchse sind? Da ist ein Hirsch. Ich suche nur einen Fuchs. Zwei bräuchte ich noch. Und die Quest halt. Warum sind die 1000 Meter weg? Was soll denn die Quest sein? Hier? Ah. Ich hätte jetzt gesagt, wir sind hier genau im Fuchsjagdgebiet. Zeig mir doch mal bitte den Fuchs. Was bist du? Du bist ein Luchs. Luchs interessiert mich nicht. Das ist auch nicht. Das ist, ja. Ich habe hier keinen einzigen Fuchs entdeckt. Luchse haben wir hier oben. Ja, du kannst mich mal. Interessant. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Da sind Bisons. Okay. Oder Wiesens. Elche. Oh, hier rennt ja alles mögliche rum. Ist das auch ein Fuchs? Kann das sein? Nee, das sind auch Luchse. Schade. Hi. Fuchs, 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 Fuchsgebiet. Wo? Genau vor uns? Wow. Junge. Was hast du denn für ein Problem? Oh!
eigentlich tatsächlich. Und da steht noch einer. Weil dann hätte ich dieses Kapitel 4 auch fertig, hätte ich jetzt gesagt. Hier war doch noch. Oder ist er weitergerannt? Wildschwein. Boah, den nehme ich auch mit. Immer noch ein Wildschwein. Oder diesen Fuchs. Das Leben ist ein Bauernhof, Holzhacke, einfaches Säckchen? Was für... Okay. So, wir wollen erstmal nach da. Genau. Und das andere ist mir erstmal... Ich kann noch ein paar Bären zur Nahrungsversorgung kurz mitnehmen. Ja. Wenn wir hier schon rumeiern, können wir auch das machen. Haben wir noch ein Messer? Müssen wir auch gleich mal gucken. Oh. Es wird schon wieder dunkel. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt so schnell wie möglich ins Dörfelein. Dahin sprechen mit 76 Meter sprechen mit den oder denjenigen und die Quest und machen uns vom Acker wieder zurück. Hä? Der hat doch gesagt, oder war das Brow? Ansprechen. Hast du in letzter Zeit was gehört? Baranika. Zeig mir mal deine Ware. Au, du hast auch. Oh, einfach ein Mozartbeeren. Du hast also edle Stiefel, edle Schuhe. Ah, gegen Kälte. Gegen Kälte. Okay, okay, okay. Hier wieder einfache Schuhe gegen Hitze. Große Gürteltasche haben wir, ne? Klamottenmäßig. Ja. Okay, du hast nur Klamotten und sowas. Pelzumhang, Wolle, Wollgarn. Ja, du hast nicht genau das, was ich suche. Zumindest im jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wie viel haben wir? Ja, wir haben genug Platz. In Bara. Ach, das doch, oder? Bin ich da? Baranika. Ach, hier drüben in Baranika. Oh nee, ich will jetzt eigentlich nicht. Wenn wir zurückrennen. Gut, wir haben, obwohl, geht eigentlich. Wir haben jetzt viele Stops gemacht. Er will jetzt, dass wir eine Holzhacke bauen und ein einfaches Säckchen besorgen. Sollen wir das jetzt besorgen oder... Hier ist ein Bächlein. Bächlein sind immer gut. Oh, hier ist sogar der Ursprung des Bächleins. Ja, das rennen wir jetzt runter. Und dann laufen wir den Weg nach rechts zu uns und dann pennen wir. Das ist der Plan. Der Plan. Ob der Plan aufgeht, werden wir sehen. Aber erstmal gucken wir, ob wir hier am Bächlein noch was finden. Was Nettes. Und wir können uns dann auch gleich waschen, ne? Wir sind doch bestimmt wieder dreckig. Ah, 8%. Das geht aber. Das geht. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Dass wir viel mehr dreckig sind. Ja, also wir entdecken natürlich jetzt ein Ding nach dem anderen. Aha. Naja.